Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noir. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen weiter mit dem Fall der Brandstiftung befasst. Und jetzt haben wir tatsächlich mal jemanden auf frischer Tat ertappt, wie er anscheinend irgendwas rummanipuliert hat. Und, naja, jetzt geh in den Wagen. Und zwar will ich zu Ryans Arbeitsplatz. Nein, nicht Ryan. Nicht Ryan. Wie komme ich jetzt auf Ryan? You can drive. Ja, aber ich will... So. Steig du mal ein. Ich will das irgendwie resetten. Ich will nämlich woanders hin, weißt? So. You drive. I need to go over the case notes. Und zwar, ich... Nicht Intuition, nein. Ich will nicht zu diesem Ryan. Vale, da will ich hin. So. You know the way. You can drive. Zu dem Vale will ich hin, weil das ist der, den ich mal vermute. Und deswegen will ich zuerst mal zu dem. He might be packing heat. He's wanted for murder. I say we take the doubt out of the equation and let him have it. You nervous? It's been a while. You were in combat. In 1917. You know, I never fired my weapon in the line of duty. That's nothing to be ashamed of. I hope your piece is still serviceable, Herschel. I may be old and out of practice, but I'm still a Marine, Phelps. It would be better for our case if we could bring him in, Herschel. Es wäre besser, wenn wir ihn verhaften, ja. LAPD, Varley. Stop or I'll shoot. Oh. Warum müssen die immer weglaufen? Lauft doch nicht dauernd weg, ihr Schwert ist dadurch extrem. So. Komm, hol ihn dir, Cole. Cole, hol ihn dir. Schneller. Komm, 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 komm. Gesek. Okay. Wo ist er? Da ist er. Aus dem Weg. Schneller, ich will ihn nicht erschießen. Ja, ich komme immer näher. Ja, x, 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 x. Und ich hab dich, okay. Aua! Mach doch sowas nicht, Phelps. Okay, jetzt haben wir ihn. Why did you run from us, Farley? I'm gonna take a wild guess that you're the same Reginald Farley. Detroit police have an outstanding warrant. How am I doing so far? I need a lawyer before I talk to any of you. Reginald Varley, you're under arrest for committing a series of arsons. You're also under arrest for murder. Detroit PD will be putting in a request for your extradition. Until then, you're against us. Arson? You can't hang that rap on me. Be quiet. Be thankful we don't shoot you. Are all the cops in this town crazy? Take him away, officer. Danke, endlich mal einer, der es ausspricht. Sind alle Cops in dieser Stadt verrückt? Endlich mal einer, der es ausspricht. Dann wollen wir jetzt mal zu Clemens. Ach ja. Ich hoffe, es wird bei allen so lustig. Aber dass die halt immer weglaufen müssen, weißt? Ich hole sie doch eh ein. Alter, was Cole Phelps, was der Phelps halt für eine Kondition hat, weißt? Das ist brutal. Sprutale. Brutal, Alter. Biggs, LAPD. We want some answers and we want them quick. Okay, okay. What's this all about? Just tell me what you want. Sehr freundlich. You know Reginald Varley? No? Can't say I do.
Du kennst ihn. Bam, 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 bam. Brandstiftung saß 4 Jahre im Gefängnis. Detroit PD is after Reginald Varley for murder. You want us to run you in for aiding and abetting, Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Varley is he gets kickbacks from some developer. Does their work first. Spreads it around if you can. So, so. You're licensed and work for Instaheat? I contract for them. So what? Aber du hast keine Lizenz. Also du arbeitest schon für die, das stimmt schon. Instaheat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mud shark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spicks 2 at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Was? Was? Hat er gerade gesagt, du hast das Richtige getan? Die sind doch alle krank. Do you know Matthew Ryan? No. Don't know the name. So, wie beweise ich dir jetzt, dass du den kennst? Ja, ich könnte jetzt entweder wieder anzweifeln oder ich könnte ihm nachweisen hier mit dem Flugblatt, dass er ihn kennt, weil die anscheinend von Ryan sind. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Dass die irgendwelche Beweise immer wollen, meine Güte. Hey! Pamphlet in your locker, Clemens. We can add your name to the register. Huack might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. He's got it in for the company. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. Wunderbar. Du kannst gleich drüben einsteigen. So, jetzt wollen wir mal zu dem Ryan. Ich hoffe mal, dass es da auch so gut klappt, wie es gerade bei ihm. Dann schauen wir doch mal. Ja. Schwarze Bildschirme sind schwarz. Aber Hauptsache, wir haben währenddessen Musik. Ich glaube, ich mache mir gleich nochmal einen Kaffee. Es kann hier wohl noch eine Zeit lang dauern. Das kann hier wohl noch eine Zeit lang dauern. Ich glaube, ich mache mir mal einen Kaffee. Oder hat sich das Spiel jetzt aufgehängt, oder was? Hallo? 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 Liebes Spiel, bitte, tu etwas, rede mit mir. Also ich würde ja fast, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich mal meinen, dass sich das Spiel gerade aufgehängt hat.
Ich glaube ja. Also Spiel. Ich glaube, das Spiel hat er vorher gespeichert noch. Das ist ja gut. So, dann sind wir jetzt hier mal wieder. Ich habe keine Ahnung, was das Spiel jetzt gespeichert hat und was das Spiel nicht gespeichert hat. Orte? Aha, Ryan hat er nicht gespeichert. Ne, ich war erst bei Clemens. You're behind the wheel. All right. Where to? Oder ich war doch erst bei dem. Na, ich war erst bei Clemens. So. Dann eben kurz zu Clemens nochmal. Ja. You can drive. Fine. Where are we headed? Würdest du... Hallo? Also irgendwie, das Spiel mag jetzt gerade gar nicht. Habe ich so das Gefühl. Das Spiel mag mich gerade gar nicht. You drive. I need to go over the so. So where do you wanna go? Achso, ich bin hier gerade. Oder was? Ah, ich bin da gerade. Jetzt kapiere ich erst, was das Spiel von mir will. Drücke Viereck, um dich zu unterhalten. Ja, dann... You know Reginald Barley? No? Can't say I do. Das war anzweifeln. Detroit PD is after Reginald Barley for murder. They want us to run you in for aiding and abetting Clemens? Whoa, 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 whoa. All I know about Farley is he... Mein Gott, was hat das Spiel denn gerade? Does their work first. Spreads it around if you can. So. You're licensed and work for Instaheat? I contract for them. So what? Instaheat hires arsonists, does it? I've worked as a fitter all my life. Put everything I had into that house. And my fucking mudshark of a wife gets awarded it in settlement. She's blowing spicks two at a time while I'm at work. And she gets the house. Yeah, I burnt it all right. Set fire to that fucker and watch it burn to the ground. I did my time and I'd do it again. Sorry about the rouse, Clemens. You did the right thing. Ich finde das immer noch so krass. Sie haben das Richtige getan. Do you know Matthew Ryan? Es war absolut richtig, dass du dein Haus abgefackelt hast. So, da mal kurz Lüge. You and Ryan are fifth columnists. And how do you figure that, wise guy? What proof do you have? Been following me to meetings? Da. We found a pamphlet in your locker, Clemens. You can add your name to the register. Huack might want to interview you. That shit was from Ryan. He's always pushing that shit on people. Drives me nuts. So, jetzt haben wir den auch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das Spiel dieses Mal will. All right, Clemens. You're off the hook for the moment. Can I get back to work now? Let's get out of here, Phelps. He ain't our guy. So. You know the way. You can drive. All right. Where to? Dann fahren wir jetzt eben mal dahin. Vielleicht mag das Spiel ja jetzt. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen. Ganz, ganz fest die Daumen. Da steht schon mal speichern. Das ist schon mal gut. Und da steht Laden, das ist auch schon mal gut. Und es kommt ein neues Bild, das ist auch gut. Are you Matthew Ryan? Who's asking? Detective Phelps and Biggs, Arson Squad. Arson? Der läuft doch weg. Hold it, Ryan. Weißt du, ich sag's doch. Ich sag's noch.
Mann! Ja, ja, passt schon, passt schon. Wo ist jetzt? Wo ist der? Ich habe ihn irgendwie verloren. Ah, da vorne ist er. Nein, das ist er gar nicht. Da vorne ist er. Ich mache ja so schnell ich kann, aber ich hatte ihn kurz aus den Augen verloren. Aber jetzt sehe ich ihn wieder. So. Ich fahre schon so schnell ich kann. Ich wünsche dir alles Glück der Welt. Den hat's gerade gut erwischt. Entschuldigung. Hands behind your head. Why did you run, Ryan? I was scared. You got a reason to be scared, Ryan? Matthew Ryan, I'm arresting you on suspicion of committing a series of arsons. Okay. We have three suspects. As much as I'd like it to be Chapman, I think it's one of the other two guys. Let's get to the station and close this case. Das könnte schwer werden, welcher davon der richtige ist. Where exactly are we going? Naja, zum Revier. Das könnte schwer werden, rauszufinden, wer da jetzt der richtige ist. Also dieser Clemens ist es nicht. Schauen wir uns mal kurz die Hinweise an. Es könnte entweder dieser Clemens, der Ryan oder der Wally sein. Ich bin der Meinung, der Clemens ist es nicht. Es könnte entweder der Ryan sein oder es könnte der Wally sein. Es ist der Wally, es ist hundertprozentig der Wally, komm. Hör doch auf, es ist der Wally. I have two suspects. Phelps, you got nothing. Biggs. Ryan's waiting for you in interview one. Farley's in two. Hey Hopkins, you practicing your asshole routine again? Come on, Phelps. Son, you're a couple of shingles short of it. Okay, heute spielt er wieder das Arschloch. Ganz schön. Also Phelps ist anscheinend sehr beliebt. Nein, nicht zu zweit, nicht zu zweit. Gleich wieder raus, weil da ist der Wally drin. Und ich bin sicher, dass Wally der... dass Wally mein Mann ist. Der, den ich verhaften werde. Also gehen wir zuerst mal da rein. Save yourself some time and get this thing off your chest. If that's your opening gambit, you better try again. So. So you want to change the world, Ryan? Yes, I do. So does every reasonable person. And you're doing your part? Yes, I am. Does that include sabotaging water heaters to destroy a company? I have no idea what you're talking about. Hmm.
Bei dem bin ich jetzt gerade. Dun, 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 dun. Der Clay. Aber ich kann dir das jetzt gerade nicht irgendwie. Das ist eine Wartung von. Durch Wale. Think you can sweat me like this? Keep dreaming, Copper. Das zerstört noch Wartung von durch Matthew Ryan. This is industrial sabotage, Ryan. It's all part of your campaign. You're delusional, detective. What campaign? Warte mal. Hier, schau, Boiler der Steffens zerstört nach Wartung durch Matthew Ryan. So you just what I'm thinking, as well as what I'm supposed to have done. Give me a break. You know how to reverse a diaphragm in the regulator valve of a Model 70 heater? No, I don't. Nein, weißt du nicht. Weißt du natürlich nicht. Das ist einfaches, den Gasdruckregler zu manipulieren, aber das zeigt doch noch lange nichts. Läuft nicht so gut. What can you tell me about the Suburban Redevelopment Fund? Nothing. Natürlich, da kannst du mir auch nichts erzählen. Ja, aber da kann ich ihm jetzt tatsächlich nichts beweisen. Was heißt denn? Hey! I think Suburban is a front for your anarchist buddies. They're arranging for people to be out of town while you burn their houses down. Suburban? What's that got to do with me? That's Barley's bilk. He's the one with the cozy agreement with those fascists. Oho, was haben wir denn da Schönes? You have a history of violence. I have no such thing. Nein. Danke, liebes Spiel, dass du es mir dann doch so einfach machst. Danke, liebes Spiel. Vielen, vielen Dank. So, wo ist die Polizeiakte von dem? Wie heißt der nochmal? Ryan, genau. Ja. Danke, liebes Spiel, dass du es mir ein einziges Mal leicht machst. You're lying, Ryan. And how exactly are you gonna prove that? Ja, ich habe eine Polizeiakte von dir. Danke, Spiel, dass du es mir ein einziges Mal so leicht machst. Einmal machst du es mir leicht. Danke. You were charged with attempted murder, Ryan. It was a court case. No criminal liability was the verdict. They said that they couldn't have known that the faulty heater installation would cause a fire. All I know is I lost my whole family. And the company that was responsible got away with it. What would you do? Which company? Asbestos Water Heater Company. That's it for the moment, Ryan. So I can go? Sure. As soon as your red friend stormed the building and carry you out. You'll keep your seat until we decide how long to lock you up for, Knucklehead. Okay. I think Ryan is our man. But procedure says we eliminate all of the suspects. Let's speak to Varley. Ja, dann sprechen wir mal mit Varley. Und wie komme ich jetzt nochmal zu dem? Warte mal, das ging da lang? Da hinten. Nein. Warte, ich finde das. Ist es das hier schon? Nein. Das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Hey, ich hab's gefunden. We have Matthew Ryan in custody, Varley. I think all we need to do is ask him about this and he'll write you out. Fuck Ryan.
That pinko bastard. Hmm. Have you ever worked on a place on Rosewood Avenue? Family by the name of Sawyer? Maybe. I'm from out of town. I go where they send me. I don't do a lot of repairs, though. I'm flat out on new installations. Du machst nicht viele Reparaturen, sondern neue Installationen. Aha. So, jetzt lesen wir uns das nochmal durch. Ja, haben Sie schon mal im Haus in der Rosewood Avenue gearbeitet? Bei einer Familie namens Sawyer? Ich gehe hin, wenn... Nicht viele Reparaturen, sondern eher Neuinstallationen. So, bam bam bam. Boiler der Sawyers zerstört noch Wartung durch... Ja gut, aber du hast ja gewartet und das ist keine Neuinstallation. Why are you lying to me, Barley? If Suburban wants their new installations completed, why are you bothering with Rex like the Sawyer house? So I'm lying just because I can't remember if I was there or not? How can you prove that I was? Warte. Der Boiler da, Boiler der Sojas, zerstört nach Wartung durch Regional Valley. Your name is on the inside door of their water heater. Okay. You got me there. Suburban, yeah, they wanted that guy out. Sawyer kept complaining about not being able to get his heater service, so they threw in a free service as a sweep. I think you played him though. Because he still wouldn't sell. Mm-hmm. Word is, you're in the pocket of some property developer? Never. I got principles. Ich lese mir das Ganze immer noch mal durch. Es heißt, dass sie Geld von einer Immobiliengesellschaft bekommt. Niemals, ich habe Prinzipien. Natürlich, du hast Prinzipien. Genau, so schaust du auch aus. So. Das Wally mit der so deiner Decke stickt, sagt ein Regional Wally Bestechungsgeld bekommen zu haben. Was? Okay. Das sagt nichts. Wale wird von Mordes gesucht. Das Einzige, was ich dann sagen könnte, Lüge, ist dann wegen dem hier. Sagt aus, dass Wale mit der Wohnbauförderung unter einer Decke steckt. Ha. Huh. Did Suburban put the squeeze on you? Did they find out about your record? There's no way you can link me to Suburban. You're wasting your time. Ja, doch, hier, der da. Sagt aus, dass Wally mit der Suburban Wohnbauförderung unter einer Decke steckt. Komm, bitte, das muss das Richtige sein. Ryan says you offered to cut him in on the kickbacks they were offering. I'll testify in court. Suburban. I got real time pressure in getting some of the big developments finished. There's some big date that they can't afford to miss. So yeah, I took their money. But so did a lot of guys, all right? Carpenters, electricians, plumbers. It's no big conspiracy. Ah ja. Okay. Eins noch. Komm, ich krieg das hin. Ah. What would reversing the diaphragm of an InstaHeat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Okay, wie soll ich ihm jetzt beweisen, dass er den absichtlich manipuliert hat? Da habe ich ihm zu bewiesen, dass er da war. Dann, Forschung, Missachtung, bla. Dann, nein. Spirale zu Moskitoabwehr, also Reginald Wally spinnt. Hm.
Das ist jetzt echt schwierig. Ja, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Es knallt gehörig, wenn man die Zündflamme wieder andreht. Den Wasserboiler im Haus des Servers also nicht absichtlich manipuliert. Nein, natürlich nicht. Sind Sie verrückt? Ich kann ihm nicht das Gegenteil beweisen. Wie soll ich ihm jetzt beweisen, dass er das gemacht hat? What would reversing the diaphragm of an Instaheat Model 70 do? Yeah, I made that mistake before. You get a big bang when you turn the pilot back on. So you didn't deliberately sabotage the water heater at the Sawyer house? No, I did not. You out of your mind? Entweder könnte ich jetzt, also er lügt auf jeden Fall. Entweder könnte ich jetzt anzweifeln oder ich nehme als Beweismittel dieses Moskitoteil. Aber das Moskitoteil ist für mich eigentlich nicht wirklich ein Beweis. Ehrlich gesagt. Weil das kann auch wegen irgendwas anderem da drin sein. Ich zweifle jetzt mal an, weil das Moskito ist für mich kein Beweis. Give me something, Barley, or I'll put it all on you. Hey, look, I can try to pin this on one of the other guys, but I'd just be making something up. Aber Wally ist es, komm. Der ist es. Reginald Barley, I'm charging you with committing a series of arsons and for the murders of Hank Sawyer, Edwina Sawyer, Henry Sawyer and Jessica Sawyer. I'm no cold-blooded criminal. I could never burn up a whole family in their home. Der war's. Komm, aus Buster, der war's. Is it? No, just keep your mouth shut and listen to me for a second. How is it you can bring no less than three suspects into my station, conduct extensive interviews, sift through mountains of evidence with Lynch and Pinker, and still manage to charge the wrong fucking guy? I took a chance on you, Phelps. People said I was crazy, and you made me look like a jerk. You may not be much of an arson investigator, but I hear you're merciless on the beat. Get going. War es doch der Falsche? Der Fall Wally ist gefährlich dünn für einen Mann, der wegen 4 Morden angeklagt ist. Ich hab tatsächlich jetzt den Falschen, oder was? Wally ist doch definitiv... Ach komm, 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 Wally ist doch definitiv der Richtige. Ach komm schon, ich hab doch nie und nimmer jetzt den falschen Mann ange... Nie und nimmer war das... Ist er der Falsche, aber nie und nimmer. Also bitte. Also bitte. Nie und nimmer, das ist hundertprozentig der Richtige, komm, da gibt's keine zwei Meinungen. Nein, ich sehe es nicht ein, dass das jetzt der Falsche sein soll. You're two blocks behind first and second. We have more buildings to clear. You know our orders, Sergeant. There's barely a building left standing or not on fire in your zone, Cole. Is your sector full of Japs? Questioning my command. The captain doesn't want anyone falling behind. Tell the captain we will join him when the job is done. Just give us the word, Sarge. We'll take care of him. He should be sectioned. That Jap lover's a fucking liability. We're here to kill Japs, not our own people. Star-crossed son of a bitch.
No one wants to serve under him. He's bad fucking luck. Can it? We have a job to do here. If I can live with it, you can too. Hmm. In elysischen Gefilden. Da mag jemand Origami-Falter rein. Sehr sogar. House fire. Bad one. At least four Vicks. Get out there and find out what you can. Address is 650 North Hobart. I was door knocking all morning, but okay. Das war eine kurze und knappe Ansprache und ich würde mal sagen, im nächsten Part schauen wir uns die mal an, weil der Part geht eh schon viel zu lange. Im nächsten Part schauen wir uns mal hier den neuen Fall genauer an. Und trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass Wally der Richtige war. Und die Meinung lasse ich mir nicht nehmen. Von keinem. Ich werde jetzt auch nochmal im Internet nachschauen, in irgendeinem Lösungsbuch. Wally ist der Richtige, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich lasse mir das nicht nehmen. Nein, er ist definitiv der Richtige. Da bleibe ich meiner Meinung treu. Also gut, Leute, das war... Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer von euch jetzt der Mörder war. Der Richtige. Wally oder der andere? Hundertprozentig Wally. Kommt, Leute, kommt. Wally, kommt. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play L.A. Noir für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.